Hallöchen, mein Name ist Mrs. Violet und heute geht's um schön im Schlaf und über Nacht und die besten Tipps für einen guten Schlaf. Und ich würde sagen, auf geht's. Vorneweg, Leute, nochmal zu der Eingangsszene. Keine Sorge, es sind keine Frauen zu Schaden gekommen für dieses Video. Wenn er nett ist, darf Daniel heute auch wieder ins Bett. Naja, gut. Es soll ja jetzt auf jeden Fall um die Tipps gehen. Ich möchte euch ein bisschen was über guten Schlaf und Schönheit im Schlaf heute erzählen. Denn ich glaube, da sind ein paar Tipps in den letzten Jahren so bei mir zusammengekommen und über die sprechen wir heute. Natürlich beginne ich meine Abendroutine damit, dass ich mich vor dem Zubettlegen abschminke. Ladies, das ist ganz, ganz wichtig. Das wisst ihr. Über meine eigentliche Abendroutine habe ich schon diverse Videos gedreht. Da werde ich nicht mehr intensiv drauf eingehen. Aber was ich euch empfehlen kann für wirklich Schönheit im Schlaf, die ganz von alleine kommt, ist eine vernünftige Abendpflege aufzulegen oder eine Nachtpflege. Das ist so, so wichtig, weil ihr könnt nämlich eure Produkte darauf abstimmen, dass sie euch im Schlaf tatsächlich schöner machen. Und was ich da besonders gerne nutze und gerade jetzt auch noch in dieser Zeit, wo der Frühling einfach so sehnlichst erwartet wird und wir brauchen einfach ein bisschen Me-Time, ein bisschen was für uns, für die Haut, um uns einfach gut zu fühlen. Und ja, wie gesagt, der Sommerteint, der fehlt noch komplett in Gänze. Aber ein schöner Glow und eine gut gepflegte Haut sind für mich einfach wahnsinnig wichtig. Und besonders gerne nutze ich abends die Kombination aus dem AHA Glow Booster von Beautymates in Verbindung mit meiner Nachtpflege oder aber auch mit der Hyaluron Cream Boost. Ihr könnt das mischen, egal in welche Creme, das ist euch überlassen. Und ich mag halt den AHA Glow Booster wahnsinnig gerne. Das ist ein super geiles Serum, ein super geiles Produkt mit 12% AHA. Das ist letztendlich ein richtiges chemisches Peeling. Also ne, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen euch dran gewöhnen und es braucht auch ein bisschen Zeit, also ein paar Wochen, bis man die ersten Effekte feststellt. Aber wenn ihr das integriert in eure Pflege, dann werdet ihr feststellen, dass eure Haut wesentlich schöner und ja, ebenmäßiger wird. Und ihr wisst ja, dass ich die Produkte von Beautymates schon längere Zeit verwende und ich bin wahnsinnig zufrieden damit. Gerade auch AHA kann euch helfen und auch beispielsweise Niacinamide, um halt so diese Partie, die ich noch die Probleme hatte, so an der Nase, also mit Mitessern und Schwierigkeiten mit unreiner Haut, das hat das komplett eigentlich ausgeglichen. Ist nicht mehr existent und ich finde, das sieht man einfach im Unterschied. Kann der Körper in Kombination mit einer richtig guten Pflege über Nacht einfach die Reserven auffüllen und man sieht am nächsten Morgen einfach richtig gut aus. Habe ich tatsächlich festgestellt, dass das funktioniert mit der richtigen Skincare. Und wenn euch die Produkte von Beautymates interessieren, dann solltet ihr unbedingt in die Videobeschreibung schauen. Es gibt aktuell meinen laufenden Rabattcode, den blende ich euch hier auch gerne nochmal ein. Und dann könnt ihr dort ja euch mal die perfekte Nachtpflege vielleicht zusammen shoppen und dann genauso wunderschöne Haut am nächsten Morgen erleben, wie ich immer. Und weiter geht's mit dem nächsten Hack und der nächsten Empfehlung. Ja, warum ist es hier eigentlich so dunkel, stimmt? Ich habe die Schlafmaske vergessen. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, dass Seide tatsächlich etwas richtig Nices sein soll für die Nacht oder ganz generell, um sich darin zu hüllen, darin zu wälzen, darin zu schlafen. Und man kann Schlafmasken nicht nur für diverse erotische Spiele verwenden, nein, sondern auch für die Schönheitspflege. So, jetzt nochmal kurz hier die Haut gerichtet, dass ich euch in einem einigermaßen vernünftigen Äußeren erzählen kann, was meine Erfahrungen persönlich mit Seide im Bett in der letzten Zeit waren. Und das klingt irgendwie wieder falsch, aber nein, es geht tatsächlich um ein Seidenkopfkissen und natürlich eine Schlafmaske. Die Produkte sind von Mom Silk und das ist wirklich, wirklich, wirklich tolle Seide. Okay, dieses Video driftet ab, Leute, aber ganz ehrlich, wer von euch vielleicht schon ein Seidenkopfkissen oder auch Seidenbettwäsche bei sich zu Hause hat und darin schläft, der weiß halt natürlich einfach sofort, wovon ich rede. Und falls ihr dieses Gefühl mit Seide im Bett noch nicht hattet, kann ich euch sagen, hot wird es eigentlich nicht, denn es wird nämlich ziemlich angenehm. Also Seide kühlt ja zum einen tatsächlich so ein bisschen die Temperatur runter. Das habe ich tatsächlich auch schon festgestellt, muss ich sagen, es ist sehr, sehr angenehm darin zu liegen. Und
keine Sorge an die ganzen Frostbeulen unter euch. Seide ist ein ziemlich intelligenter Stoff, denn er kühlt nicht nur, wenn euch zu warm ist, sondern er wärmt euch auch, wenn euch zu kalt ist. Das ist irgendwie super clever, das Zeug. Falls ihr schon mal diesen Effekt festgestellt habt nach einem sehr erholsamen Schlaf, wo ihr vielleicht euch aber ein bisschen viel rumgewälzt habt, dass ihr aussieht morgens wie ein geplatztes Sofakissen, das passiert euch hiermit auf jeden Fall deutlich weniger. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass meine Haare weniger verknotet sind. Und weiterer Fun Fact: fettige Haare sind auch mittlerweile fast passé. Ich sprach ja schon von der Intelligenz dieses Materials und man muss noch dazu sagen, für alle Leidgeplagten, so wie ich mit den Allergien, herzlich willkommen, das hier ist euer Stoff, ja, weil der ist auch noch hypoallergen und auch antibakteriell, was zusätzlich auch noch wieder für eine reinere Haut sorgt. Also ihr seht, das Zeug ist halt wirklich doppelt super. Nicht nur für die Haare, sondern auch für die Haut. Und die schlauen Füchse unter euch können sich jetzt bestimmt denken, dass das gleiche, was fürs Kopfkissen gilt, natürlich auch für die Schlafmaske gilt. Also alle positiven Eigenschaften sind auf jeden Fall natürlich bei einer Schlafmaske ebenso gegeben. Plus natürlich noch weitere. Und das ist mein Tipp Nummer 3. Mal vielleicht über eine Schlafmaske nachdenken. Also ich persönlich tue mir schon ein bisschen schwer mit diesem ganzen Gedönse. Dann habe ich schon noch was davon auf der Augen und dann, ach Gottchen, ne? Aber was natürlich die Schlafmaske halt schon mal macht, ist relativ schnell erklärt. Nämlich, sitt, dunkel. Und warum ist dunkel gut? Naja, ganz einfach, weil wir halt erst so richtig müde werden und Melatonin produzieren, wenn es halt dunkel ist. Der Körper ist ziemlich clever und regelt tatsächlich unseren Schlafrhythmus auch nach der Helligkeit. Und vielleicht ist euch aufgefallen, hier sind keine Gardinen in dieser Bude, ja? Was soll ich dazu sagen? Vielleicht wird es in diesem Leben noch passieren, dass wir hier Gardinen anbringen. I don't know. Auf jeden Fall habe ich ja bis dahin erstmal meine Schlafmaske, ja? Und natürlich für alle unter euch, die im Schichtdienst arbeiten. Ich glaube, ihr seid Best Friends mit einer Schlafmaske, oder? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt mir das in die Kommentare. Mich würde wahnsinnig interessieren, ob Schlafmaske für euch so ein Thema ist. Ich persönlich werde das auf jeden Fall für mich jetzt noch ein bisschen weiter halt austesten, wie das so auf meinen Schlafrhythmus wirkt. Ich glaube, das wird interessant und das wird gut. Letzter Fun Fact, was das Thema Schlafmaske anbelangt, ist halt einfach, dass ihr dadurch letztendlich eure Augen so abschirmt, dass ihr einfach diese gegebenenfalls Lichtschwankungen gar nicht mehr mitbekommt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr zuträglich für einen deutlich erholsameren Schlaf. Also Leute, ne? Wäsch mit dem Fernseher im Schlafzimmer, das Dimmerlicht da, das ist nicht gut für den guten Schlaf. Kann ich euch bestätigen. Oh, schnell aber hier reinchecken, eure E-Mails. Ach, nee, hat er nicht, ne? Ach, mach ich aber morgen. Kennt ihr das vielleicht? Unser bester Freund ist eigentlich schon fast wie angewachsen, dieses Ding an unsere Hände, gell? Ganz ehrlich, wer von euch hat abends dann kurz vorm Schlafengehen im Bett nochmal das Handy in der Hand und das dann auch morgens direkt als erstes? Ich bin jetzt auf jeden Fall in der letzten Zeit deutlich besser geworden und abends habe ich das Handy tatsächlich eigentlich schon fast gar nicht mehr in der Hand. Das kriege ich schon ziemlich gut hin und das solltet ihr tunlichst ebenfalls mal versuchen. Denn genauso natürlich wie der Fernseher ist halt auch der Screen von eurem Smartphone absolut tödlich fürs gute Einschlafen, weil ihr werdet ja die ganze Zeit noch weiter bestrahlt, ihr seht vielleicht etwas, das euch irgendwie aufregt, also ihr kommt halt gar nicht so richtig in diesen Entspannungsmodus rein und der Körper kann sich gar nicht richtig darauf einstellen, Melatonin zu produzieren, weil ihr habt ja die ganze Zeit noch Input, 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 okay? Was ich mir persönlich noch mehr angewöhnen möchte, ist tatsächlich das Handy in einem komplett anderen Raum zu lassen. Also wer von euch ist so super diszipliniert, dass er das schon hinbekommt? Das ist so mein nächster Step, den ich für mich persönlich ganz gerne erreichen möchte. Und warum verteufelt jetzt Sarah dann eigentlich das Handy? Naja, ganz einfach. Wir brauchen erstmal so ein bisschen Zeit, um runterzukommen, um dann in einen guten Schlaf zu kommen. Nämlich so ungefähr 2 Stunden tatsächlich. Heidewitzka, das ist ganz schön lang. Wo man eigentlich tatsächlich wirklich jegliche Bildschirmzeit einfach weglassen sollte. Egal ob jetzt Handy, Fernsehen oder Laptop, PC, was auch immer. Mir persönlich fällt das auch total schwer, aber es soll ja darum gehen, dass wir uns schöner im Schlaf machen. Und natürlich können wir nur schöner werden, wenn wir besser schlafen. Und das heißt dann natürlich am nächsten Morgen auch deutlich weniger Augenringe. Ne? Ladies, ihr wisst Bescheid. Und jetzt hatten wir den wundervollsten, erholsamsten Schlaf. Aber wie lange dauert der denn? Oder wie lange sollte der denn dauern? Das ist zum einen auf jeden Fall schon mal total typabhängig.
wow, das hilft uns jetzt massivst weiter. Aber was ich persönlich für mich festgestellt habe, ist, dass ich tatsächlich ein Langschläfer und gerne auch Spätaufsteher bin. Da muss jeder für sich den eigenen perfekten Rhythmus finden, aber man sagt in der Regel, ist es vollkommen normal, dass ein erwachsener Mensch zwischen 7 bis 10 Stunden schläft. Ja, tatsächlich 10 Stunden. Ich habe mich deutlich besser gefühlt, als ich das gelesen habe. Und wenn man dann morgens aufwacht, dann könnt ihr euch natürlich jetzt denken, was auch nicht gut ist, nämlich der erste Griff zu diesem Gerät da. Und jetzt erzähle ich euch mal, was ich ganz, ganz lange Zeit gemacht habe und was das absolute Todesurteil für ein erholsames Aufstehen auch ist. Denn das gehört ja auch irgendwie zum schönen Schlaf dazu und zu einem frischen Äußeren, nämlich dass man auch aufsteht und sich knackig und fresh fühlt. Und was erschlägt einen eigentlich und macht einen richtig fertig? Das ist die Schlummertaste. Hand aufs Herz, Leute. Wir alle, seit der Smartphone-Einführung, lieben diese 9 Minuten extra, wenn man auf Schlummern klickt, oder? Ich habe das jahrelang zelebriert und es ist einfach nur bescheuert. Es gibt dafür tatsächlich auch einen ganz einfachen Grund, der sich wissenschaftlich erklären lässt. Wenn jetzt morgens dann euer Wecker klingelt, ihr hattet einen geilen Schlaf, ihr habt genau die Zeit gepennt, die ihr brauchtet, ihr fühlt euch an für sich gut und dann klingelt der Wecker. Der reißt euch ja dann erstmal raus. Und dann ist ja der Körper erstmal so, okay, ich muss wach werden. Und dann denkt man sich aber so, aber ich hätte gern noch 5 Minuten. Und dann drückt man auf Schlummern und dann schläft man natürlich wieder ein. Okay, soweit das Prinzip verstanden, aber was ist daran jetzt eigentlich so schlimm? Das Schlimme daran ist, dass ihr natürlich sofort wieder dem Körper das Signal gebt, okay, geil, wir schlafen, Melatonin, ja, wir hauen nochmal rein. Und was passiert dann da, wenn jetzt das Brain einfach wieder einschläft? Das Brain denkt sich so, geil, schlafen, das heißt, es beginnt ein neuer Schlafzyklus. Und jetzt wissenschaftlicher Funfact, wie lange dauert ein Schlafzyklus? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Das heißt, in der Theorie müssten wir nach dem Drücken auf diese verdammte Schlummertaste nochmal 1,5 Stunden weiterpennen. Und wer von uns macht das? Richtig, niemand. Es macht einfach niemand. Weil wir versuchen ja dann in den 5 Minuten später, die wir uns gegönnt haben, nochmal aufzuwachen. Dann passiert tatsächlich etwas, was die Wissenschaftler Schlaftrunken nennen. Und diese Schlaftrunkenheit, ja, die dauert ziemlich lange. Viel zu lange. Nämlich 4 Stunden braucht ihr dann, um richtig wach zu werden, um in die Gänge zu kommen. Leute, könnt ihr euch das vorstellen, wie sich das anfühlt dann im Büro? Ja, genau. So nach dem, ich hätte gern 5 Kaffee. Ihr seht also, das Aufwachritual ist mindestens genauso wichtig wie alles andere, was wir tun, um geil einzuschlafen. Also unterschätzt das nicht, denn das ist natürlich auch super wichtig und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Schlaftrunkengefühl und weiß auch, ne, dann sind die Augen so, ne? Und man fühlt sich einfach nur vollkommen zugeklatscht und denkt sich so, what the hell, ich krieg heute die Augen nicht auf. Und das liegt halt genau an solchen Routinen. Also, ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Thema, ne? Ich mach's mir jetzt hier schön bequem. Ein paar Tipps gibt's noch in der Videobeschreibung und auch alle Links natürlich zu eventuell hilfreichen Helfern für eine erholsame Nacht. Also Moment, Cookies nochmal auf. Wir brauchen ja noch einen Kommentar des Tages. Sekunde. Handy. Und der kommt heute von der lieben Jutta Werle. Sie hatte auf meinen Jeans Guide Episode 1 kommentiert. Ist mir doch letzte Woche glatt meine Lieblingsjeans gerissen. Nun muss eine neue her. Danke fürs Video. Ja, das kennt man. Die Lieblingsjeans gerissen? Boah, das ist mindestens genauso schlimm wie die Schlummertaste, gell? Jetzt aber Leute, bis zum nächsten Mal. Peace and out.